schnelle, einfache Informationen von Mappen bekommst du jetzt. Servus und herzlich willkommen zu den Map News. Heute sind 5 Karten am Start, die vom 10. bis 11.02.2021 neu bzw. ein Update bekommen haben. Natürlich sind die Downloadlinks genauso wie die Timecodes in der Beschreibung. Wichtig, abonniere den Kanal, um immer schnell und einfach an Informationen von Karten zu kommen. Die erste Karte ist die Crawford Farms in Version 1.0. Sie kommt von Ruberborner 89 und ist nur für PC und Mac. Die Crawford Farm ist Seasons Ready und die Karte basiert auf der Ostküste Kanadas. Es gibt 3 Höfe, 40 Felder von klein bis groß und sogar mehr als 25 Waldgebiete. Zusätzlich gibt es auch noch animierte Objekte, eine Kalkkaufstation und es ist auch der Multiterrainboden verbaut. Eine zusätzliche Frucht gibt es auch noch, nämlich Roggen. Auf der Karte sind natürlich auch schon diverse Gerätschaften, mit denen man ohne Probleme starten kann. Sollte man doch keine Arbeit haben, gibt es auch noch Transportmissionen und Feldmissionen. Als ich die PDR-Karte auf Mutrup gesehen habe, habe ich mir gedacht, naja, schaut nicht so besonders aus. Aber im Spiel schaut das Ganze viel anders aus und sie wirkt für mich auch sehr interessant. Vor allem, sie ist nicht komplett flach und sie hat meiner Meinung nach auch etwas zu bieten. Die Novobinsky ist von Konstantin P. Punkt. Natürlich gibt es schon einen Hof auf der Karte mit Staffelzeugen und es gibt auch Verträge. Auf dem Hof sind schon Schafe, Kühe und Schweine vorhanden. Zusätzlich gibt es auch Autoverkehr, 64 Gebiete zum Kaufen und natürlich neben BGA und Sägewerk 7 Verkaufsstellen. Achtung, Vorsicht, diese Karte ist eine Vierfachkarte. Und zusätzlich gibt es auch noch Multifruit, nämlich Karotten, Zwiebeln, Klee, Salat, Kohl, Rotkohl, Hirse, Roggen, Dinkel, Mohn, Hopfen und Tabak. Was ich auf der Novobinsky noch gesehen habe, ist, sie ist eher flach gehalten, aber sie hat wirklich ein schönes Dorf und die Felder gibt es auch von klein bis riesig. Und rechteckige Felder sucht man auf dieser Karte vergebens. Auf eines muss man noch aufpassen, nämlich die ganzen Beschriftungen sind auf Russisch. Die Felsedit in der Version 1.2.0.2 von Mob Similar ist da. Es gibt auf dieser Karte nur eine Änderung, nämlich im Shop wurde das richtige Bild für Kartoffeln und Zuckerrübenpalettenherstellung eingebaut. Auf dieser Karte gibt es von Haus aus keinen Hof und keine Staffzeuge bis auf den Pickup, weil auf dieser Karte soll man sich seinen eigenen Hof zusammenbauen und aufbauen. Das ist nämlich vom Mapper so gewollt. Finde ich auch gut so. Ist einmal was anderes. Multifruit-Liebhaber kommen hier auch auf ihre Kosten. Nämlich es gibt Roggen, Tritikale, Dinkel, Luzerne, Klee, Ackergras, Pferdegras, Weidegras, Karotten, Zwiebeln und Elefantengras. Die Helvetia ist jetzt in Version 1.0.6 von Kurt heraus. Und als erstes, bevor man diese Karte spielen kann, muss man sie entpacken. Alles Nötige für diese Karte ist schon dabei. Die Karte ist jetzt Seasons Ready, das heißt, Seasons-Spieler müssen einen neuen Spielstand starten. Das Tierfutter ist jetzt an die Karte angepasst und Trockenfutter kann jetzt an Kühe auch verfüttert werden. Karotten wurde bei den Schweinen und Pferden als Futtermittel hinzugefügt. Emmentaler Produktion wurde in der Molkerei Emme hinzugefügt und Punkte Produktion, die Produktionen haben jetzt nämlich alle einen Preis. Folgende kaufbare Paletten wurden hinzugefügt, nämlich Dünger, Saatgut, Karotten, Hühnergerste, Limette,
Trockenfutter, Schweinefutter und Pferdehafer. Neu ist auch das Branding im Intro dieser Karte und sie wurde auch in das Französische übersetzt. Die Shop-Kaufstelle ist jetzt auf dem Vorplatz verlegt worden. Klee kann jetzt als Ballen verkauft werden und der Holzhacker ist in den zusätzlichen Mods. Und es wurden noch einige kleine Änderungen vollzogen. Es wurden auch noch etliche Verkaufsstellen hinzugefügt. Natürlich verfügt diese Karte auch über Moodlefruit, nämlich Tabak, Karotten, Zwiebeln, Kopfsalat, Weißkohl, Rotkohl, Hirse, Erdbeeren, Sorghum, Roggen, Mohn, Hopfen, Luzerne, Klee, Kaffee und Lavendel. Die Vorpommern-Rügen ist von ACVR in der Version 1.2 heraus. Sie ist für PC, Mac, Xbox One und PS4. Folgendes wurde auf der Karte verändert, nämlich sie ist Seasons Ready. Die Büsche und Gewächse an der Straße und Feldern wurde überarbeitet. Die Verkaufsstation wurde für Hackschnitzel aktualisiert. Neue Grasfelder wurden hinzugefügt. Die Farmlands wurden auch überarbeitet. Neue Gebäude und Deko gibt es auch. Das war es dann heute auch wieder mit den Map News. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat und du immer top informiert sein möchtest, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.